Mein Name ist Stefanie Mühl, ich arbeite im Change Management und unser Unternehmen geht auch derzeit durch einen Kulturwandel und deswegen freue ich mich hier einfach auf einen Austausch mit den Teilnehmenden und bin gespannt, was andere so aus diesem Umfeld zu erzählen haben. Und ich hoffe einfach, dass wir einen guten Erfahrungsaustausch hinbekommen und jeder so was für sich mitnehmen kann. Ja, mein Name ist Inga Mertin, ich bin Wirtschaftspsychologin und sehr interessiert an dem Thema Kultur. Heute erwarte ich einen interessanten Austausch mit spannenden Persönlichkeiten hier. Es deutet sich schon an, dass es sehr, sehr nett wird und ein schöner Tag. Und meine inhaltlichen Erwartungen an das Thema sind vor allem zu erfahren, welche anderen Herausforderungen hier die anderen noch teilen werden und was man vielleicht für etablierte Lösungen, aber auch neue kreative Lösungen zum Kulturwandel und Verbesserung von Kultur herausfinden kann. Also mein Name ist Pia Gotthard, ich komme von der Firma Vision Gesund. Wir sind ein Beratungsunternehmen für betriebliches Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz und treffen auch da immer auf die Unternehmenskultur, dass man die ein bisschen verändern oder verbessern möchte und deswegen interessiere ich mich für dieses Format und ganz besonders das Barcamp hat mich angesprochen, weil ich das schon oft gehört habe, aber noch nie daran teilgenommen habe. Es ist ein klarer, auch messbarer Beitrag zum Unternehmenserfolg, ja, zur Steigerung auch des Erfolgs, zur Zukunftssicherung. All das spielt da mit rein. Ohne Unternehmenskultur oder ohne eine gute Unternehmenskultur ist das heutzutage, wird es wirklich schwierig. Mindset bringen in Ihre Abteilung. In der Hoffnung, dass die anderen es auch alle super finden. Bestandteile unserer Unternehmenskultur. Ihr seht, Partizipation ist mir immer ganz wichtig, die Mitarbeiter einzubinden in Entwicklung. Vielen Dank für die tolle Möglichkeit zum Austausch. Meine Erwartungen haben sich an der Stelle voll erfüllt und ich komme gerne wieder. Ja, also meine Erwartungen wurden auf jeden Fall auch erfüllt. Ich fand gerade das Konzept besonders interessant und habe wieder gemerkt, dass man zusammen einfach viel mehr schafft als alleine. Und habe viele interessante Impulse bekommen, die ich gerne in die Praxis mitnehmen möchte. Ja, es war ein sehr interessanter Tag mit angeregten Diskussionen und vielen neuen Impulsen. Also ich habe für mich persönlich auch einiges mitgenommen, nochmal so die Reflexion über die eigene Rolle, über die Rolle von anderen, was kann man tun. Ein ganz spannender, toller Impulsvortrag, der hier stattgefunden hat, wo ich auch nochmal einiges an Gedanken und Ideen rausziehen konnte. Von daher vielen Dank dafür.